Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, The Elder Scrolls 5. Ja, in der letzten Folge sind wir hier nach Weißlauf gekommen. Wir haben den Jarl von Weißlauf besucht und gefunden, wollte ich sagen. Aber wenn wir ihn besucht haben, dann haben wir natürlich auch gefunden. Der hat uns jetzt zu, zu Irilet geschickt, beziehungsweise die nette Frau an die Hand gegeben. Und diese sollen wir jetzt treffen und mit ihr zusammen was gegen den Drachen unternehmen. Aber bevor wir das machen, möchte ich mir ganz gerne nochmal hier alles betrachten. Ich bin mir ohnehin nicht so sicher, ob wir nicht hätten vielleicht vorher ein paar Nebenquests machen müssen oder sollen, um ein wenig stärker zu werden. So, was haben wir denn hier? Ihr kennt ja schon mein Messi-Verhalten. Hier wird alles mitgenommen, was irgendwie wertvoll ist. Eisenstiefel. Ich gucke gerade nochmal, was ich gerade anhab hier. So, Bekleidung. Was haben wir denn für Stiefel an? Kaiserliche Stiefel. Rüstung 13. Also dasselbe in grün. Das brauche ich den nicht unbedingt zu klauen. Höchstens, um es dann zu verkaufen. Aha. Warum lässt sich das anklicken? Na, jetzt hat er mich weggeschoben, der alte Drecksack. Hau ab, jetzt stehe ich hier. So, sind das vielleicht alles Punkte, die ich mir jetzt hier in der Karte eintrage? Karte aktualisiert. So, die haben wir, glaube ich, schon hier. So, ich gucke erstmal auf der Karte, was ich da getan hat. Einsamkeit, Dämmerstein, Winterfeste. Ja, cool. Ich glaube, das stand vorher noch nicht da. Wir werden mal schnell alle von diesen kleinen Fähnchen hier durchklicken. In der Hoffnung, keins zu übersehen. So, das haben wir auch schon hier, glaube ich. Na, ja. Eins, zwei, drei. Das noch. Das noch. Das noch. Das noch. Und das haben wir schon. Die müssen wir alle haben. Okay. Ob auch immer, wie auch immer, ob das was gebracht hat, ich habe keine Ahnung. Gerade eben. Die ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf zu den Sturm entfernen. Ja, immer langsam, mein Freund. Ich habe gesehen, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Wenn nur alle Bürger von Weißlauf so heldenmütig wären. Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Menschengestalt. Man muss mich nur ziehen und auf den Feind richten. Ja, also genau wie ich. Der möchte gern Held. So, jetzt sind wir wieder hier bei diesen netten, schönen Sachen, die ich mir alle mitnehmen könnte, wenn ich denn wollte. Aber ich will gar nicht. Wir gehen hier wieder raus. Wer bist du? Die Gerda. Mhm. Was machst du denn für ein komisches Gesicht, Gerda? Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl die seinen. Okay, dann schwing mal. Dann schwing dich mal auf den Besen und reite weiter. So, bist du die Fiana? In diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Vergess das nicht. Ja, ich vergesse das nicht. So, wir gehen aber wieder raus jetzt hier. Und ich nehme mal einen Schluck Kaffee. So, es ist hell. Endlich ist die Nacht so richtig vorbei. Das ist sehr schön, denn ich spiele viel lieber im Hellen. Die Wachen in Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ja, babbel mich doch nicht voll hier mit einem Schrott. Was ist denn das da hinten für ein geiles Gebäude? Das werden wir uns nochmal betrachten jetzt hier. Wo mein Atem, der lange Wind. Jorvaska. Na, schauen wir doch mal, was es da drinnen Schönes gibt. Was? Die beiden schon wieder an? Ich wusste, auf die Augen. Schlägerei. Sehr schön. Haut euch die Köpfe ein, jawohl. Los, rein da und schiebt. Macht einfach weiter. Mehr habt ihr nicht drauf? So, soll ich mich da einmischen, oder was?
So, mit denen kann ich also gerade nicht reden. Ich wollte es abdecken. Ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier kommt man nicht einfach rein und spricht mit dem Boss. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Du bist also der Wenn Boss. Ihr euch in Verlegenheit bringen wollt, halte ich euch nicht auf. Kotlak ist der Herold. Er kommt hier einem Anführer am nächsten. Sprich mit dem Anführer der Gefährten. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Damit ich keine dummen Fragen von Idioten beantworten muss. Wer sind die Gefährten? Wollt ihr euch uns anschließen? Da würde ich mir keine großen Hoffnungen machen. Die kurze Antwort ist, wir kämpfen. Die lange Antwort ist, vergessen wir es. Ihr verschwendet meine Zeit. Jo, bleib cool. Mhm. Das geht doch. Obwohl, du bist ja eine ganz hübsche, ne? So, was haben wir hier? Oh, yeah. Ich sehe schon. Wie, das leuchtet rot, stehlen hier. Ist doch gar keine weit und breit. Mist, kann man gar nicht einstecken, das Zeug. Naja, egal. Da geht's wieder zurück nach Weißlauf. Was haben wir hier? Ein Stahlkriegshammer. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wow, und hier geht's auch nochmal runter. Die Wohnquartiere. Nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Wir müssen das irgendwann... Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Ja, bleib cool. Irgendwann müssen wir das alles nochmal genauestens absuchen und mit allen NPCs reden. Weil ich weiß schon, dass wir die Hälfte wieder vergessen. Aber wenn ich hier so ein Let's Play mache, dann habe ich immer so den Drang, ein bisschen was bewegen zu müssen in der Folge. Auch wenn das natürlich eigentlich falsch ist. Werde ich euch persönlich ich in den weiß, Kerker dass von eurer Familienehre wichtig ist. Aber labern wir können hier uns alle nicht rum? Lassen. Hat er keine Arbeit oder was? Ich habe mir euer das ist Geld. Unglaublich, ey. Ich habe selbst kein die Kinder Geld. Sind schon am Labern hier. Ihr solltet mir jetzt am besten was ist das Septime geben, sonst könnt ihr den Anblick an. Das ist ja wie ein akustisches Feuerwerk hier. So, hier gehen wir wieder runter. Und dann schauen wir erstmal, wir stellen uns mal dahin. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um! Geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis... So. Wir haben den jetzt mal schlicht unterbrochen. Der Aufstieg des Drachen. Bei einem Wachturm nahe Weißlauf wurde ein Drache gesichtet. Jarl Balgruf hat mich zusammen mit seiner Huskarl Irilet und einige Verstärkung dorthin ausgesandt. Triff Irilet in der Nähe des westlichen Wachturms. Sehr schön. Und jetzt verzieht euch! Dann gehen wir doch mal dahin, würde ich sagen, ne? Es ist noch wir nicht sind zwar vorbei. Bestimmt ein bisschen schwach dafür, aber das ist ja egal. Und wenn wir es nicht schaffen, dann machen wir mal erstmal die Nebenquests. So, jetzt gucke ich mal, ob das hier auf der Karte irgendwo eingezeichnet ist. So, hier, Triff, genau. Also einfach nur geradeaus gehen. Okay, dann tun wir doch mal so. Ups. Aha. Besser hier rumgehen. Aha, geht's auch nicht. Wo geht's denn hier raus, Mensch? Muss ich da hinten den Umweg laufen jetzt, oder was? Das ist unglaublich. So, jetzt können wir uns endlich mal die Gegend hier im Hellen betrachten. So, und hier ist wieder dieser kleine Bach. Das sieht natürlich im Hellen genauso bezaubernd aus wie im Dunkeln. Richtig schick, würde ich sagen. So, wir müssen jetzt hier gefühlte 1000 Meter geradeaus laufen. Und da gehen wir einfach mal mitten durch die Landschaft hier. So, wir rennen mal ein bisschen hier. So. Außer Puste. Das ist doch die holde Maid, die wir suchen. Warum rennst du denn hier im Kreis rum? Seid vorsichtig. Wir müssen herausfinden, was hier geschehen ist. Ja, dann guck doch mal, was hier geschehen ist. Ich bin auch schon gespannt.
Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Ja, in der Tat. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. So, meint die Misch auch damit oder meint sie nur ihre Kameraden? Das guckst du mich so an. Ich guck nach vorne, Mensch. Ach, ich hab schon gedacht, da ist der Drache, ey. Aber es ist wohl doch kein Drache. Hallo, Jungs. Nicht abhauen hier. Der westliche Wachturm, jawohl. Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Okay. Wache, was ist dir passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell. Ich weiß nicht. Ja, antwortet schnell. Shinaret, rette uns. Er kommt zurück. Da kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Ich sehe keinen, verdammt nochmal. Da kommt er. Komm her, Drache. Oh. Ist vielleicht nicht so toll, dem Nahkampf zu besiegen. Wo ist mein Bogen? Den hab ich auf die Kurzwahltaste gelegt. Verdammte Hacke. Grief, Grief. Loser. Jawohl, hat er mich schön verbrannt. Nur weil dieser Scheißbogen wieder nicht funktioniert hier. So. Das nutzt leider nichts. Ich muss das nochmal hier. Langbogen. Wäre es besser. Hier habt das. Das ist 2 Schaden. So, mein Freund. Jetzt mach ich kaputt. Nicht so weit weg. Ach. Bleib hier, Junge. Treffer, aber der blutet. Und er ist tot. Ich bin der Beste der Drachenjäger. So, und er hat jede Menge dabei. Stahlpfeile, Drachenknochen. Das nehmen wir alles mal mit. Drachenschuppen, 148 Gold. Fellstiefel. Weißlaufer, Wachenhelm. Was will denn damit, ey? Den Scheißdreck lassen wir mal hier liegen. So, mein Freund. Das war's. Und damit ist das Spiel beendet. Oder auch. Mensch. Was ist jetzt? Hat sich aber schnell aufgelöst. Unter Schrei im Magie-Menü kannst du, den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Ah, okay. So. Irelet, wo bist du? Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Ich weiß nicht. So, ich habe zwar gerade Irelet angequatscht, aber von selber hat er sich jetzt umgedreht. Und der Rachenblut. Ich kenne Schlangenblut, aber das ist aus einem anderen Fell. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich denke, ihr könntet recht haben. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt. So, soll ich jetzt hier schreien, oder was? Irgendwas stand doch eben.
dass ich was ausrüsten kann. Ein Spruch gelernt, aber keine Ahnung, was der jetzt meint hier. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wieder. Ich bin froh, dass ihr an unserer Seite kämpft. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Nord. Ich übernehme hier... Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, wie in den alten Geschichten, dann solltet ihr den Schrei ausstoßen können. Könnt ihr das? Habt ihr es mal versucht? Ja, wenn du mir sagst, wie, mein Freund. Ach, Papa, ich bin froh, dass ihr an unserer Seite kämpft. So, wir müssen mal gucken jetzt, ob wir diesen Schrei finden. Was steht hier? Setze deinen neuen Schrei ein. Also, erstatte Jarl Balkrufbericht. Okay. So, wie ich natürlich den neuen Schrei einsetzen kann, das steht da natürlich nicht. Aber das müsste ja eigentlich hier zu finden sein, oder? Oder Magie. Schauen wir mal. Deine Stimme ist ungezügelte Energie und stößt alles und jeden zur Seite, der sich dir in den Weg stellt. So. Dann machen wir das doch mal, ne? Na los, versuch zu schreien. Fuß! Bei den Göttern! Das war eine Macht, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. In der Tat. In der Tat. Jetzt muss ich nochmal schreien hier. Oh, ich habe keine Energie mehr. Doch. Fuß! Ich bin stärker, als ich dachte. Ich bin froh, ja, dass Babbel, ihr an unserer Seite kämpft. Das hast du jetzt schon zehnmal gesagt. Froh, wir können jetzt wieder zurückgehen Seite hier. Kämpft. Die Irilet übernimmt dort und wir berichten dem alten Kollegen Bericht. Wir berichten dem alten Kollegen Bericht, genau. Genau, Kryo, so ist es. Wir können aber nochmal was anderes gucken. Und zwar auf die Karte. So, das sind hier eine ganze Menge Orte. Da müssen wir jetzt erstmal nicht hin. Okay, ich gucke aber nochmal nach Quests. Wir haben nämlich bereits eine ganze Menge kleine Nebenquests. Los. Sprich mit dem Anführer der Gefährten, besuche den Schrein von Azura, sprich mit Aventus Aretino, töte den Banditenanführer in Festung Waldheim, sprich mit Sven und begib dich zur Akademie von der Winterfeste und schließ dich dem Aufstand der Sturmmäntel an. So, jetzt mal gucken, ob man das jetzt... Ja, Balgrof, ja, okay. Schreien, das ist ja am Arsch der Welt, ey. Akademie zu Winterfest hier, das... Nee, das ist noch zu früh, um da jetzt hinzugehen. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück hier. So, und das können wir auch rennen, das Stück. Beziehungsweise, wir könnten wahrscheinlich sogar wieder eine Abkürzung nehmen, indem wir einfach die Karte hinklicken, wo wir hinwollen. Das können wir auch mal testen. Ups, M. Na, da können wir schon mal nicht hinporten. Aber nach Weißlauf können wir porten, ja. Da machen wir das doch. Ich finde es zwar immer ein bisschen blöd, solche Abkürzungen zu nehmen, aber das werden wir auch nicht oft tun. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen. Ich habe nach getötet. Euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, ja. Aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl.
Ich muss los. Jo. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Machen wir mal. Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Ich suche keine Informationen für dich, ich weiß warum. Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr gehen. Sie kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Was war denn das eben überhaupt für ein Rumpeln hier? Ich bin der Kommandant der Wache. Ja, so siehst du auch aus, wie ein Kommandant, ja. Verarschen kann ich mal auch selbst hier. Du gehörst vielleicht in die Klapsmühle, aber mit Sicherheit nicht an euren... Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. Komm, aber es ist harte Arbeit. Flabbert mich voll hier alles hier. Das ist doch unmöglich. Da kann man nicht mal in Ruhe spielen. Der hat bestimmt auch was zu sagen. Na klar. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab, brachte es Schande über uns alle. Ich möchte jetzt hier zurückgehen und dem Kollegen Bericht erstatten. Wolfried, und dann in der nächsten Folge... Je nachdem, wo der uns hinschickt, wir müssen da wieder runter. Je nachdem, wo der uns dann hinschickt, können wir mal in Ruhe diese Stadt betrachten. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was gerissen. Und dann können wir uns auch mal eine Auszeit gönnen. So, mal ein bisschen schneller hier. Hallo? Geht doch. Zur Drachenfeste. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Das ist doch nicht möglich. Doch, das ist möglich. Das ist doch gar nicht möglich. Zeichen, mein Freund. So, wir gehen hier wieder zum Obermagger. Gut. Ihr seid Jan Barghof, der Ältere. Ihr habt den Ruf gehört. Was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Oder es hat sich herausgestellt, dass es ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Ich habe den Drachen getötet, ich finde, das ist eine Belohnung wert. Dann nehmen wir doch das Erste. Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärter? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was ist mit dir gehabt? Was wollen die Graubärter von mir? Es heißt... Das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochodga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hongar, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens? Ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Hongar, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre,
die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. So, ich bin also jetzt ein Tane. Ich habe eine coole Waffe bekommen, was auch immer, das muss ich mir noch betrachten. Und ich habe auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die nette Lydia, die mir jetzt helfen soll bei allen Bedürfnissen, die ich habe. So, was das genau ist, das schauen wir uns am besten in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Wenn Sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid.